So, nach dem letzten erfolgreichen Rumble geht's jetzt hier gegen die Phi Delta Oregon Delta Gilde. Sofort im Gleich YouTube versus Phi Delta Oregon Delta. Aktuell haben die bis jetzt einen einzigen Kampf. Wir haben jetzt schon 4, jetzt stoße ich noch mit hinzu. ...998. Wen habe ich als Charakter drin? Tina, gut. Also, schauen wir mal, dass wir das Maximum rausholen aus dem Fight. Kämpfen. Ich lasse mal gemütlich meinen Kaffee schlürfen. Und interessanterweise sieht das wieder mal nach einer ziemlich schwachen Gilde aus. Und ja, so, wenn das natürlich so bleibt. Aber das kann man natürlich nicht jetzt anhand des ersten Kampfes sagen. Von 6 Matchen herausstellen, in denen ich schon 500 gemacht habe. Also 5x 100 und einmal 96. Okay. Die ersten 100 habe ich jetzt auch schon. Aber wir dürfen uns man darf sich von sowas nicht einlullen lassen. Jetzt kommt schon wieder ein Bullock. Ja, aber die Gefahr besteht, wenn wir uns jetzt von dem einlullen lassen, dass wir dann wieder von irgendeiner anderen Mannschaft überrannt werden oder dass dann die brauchen ja auch nur irgendwie. Ja, ich guck gleich. Da vorne stehst du. Den sollst du auch gleich mal zeigen. Das da bin ich. Kennst du ja inzwischen auch aus dem Sport, wie schnell geht das und dann ruckzuck auf einmal verliert man gegen einen, der deutlich viel schwächer ist. Ja, erst gegen die Starken, ne? Ja. Gegen die Starken gewinnen und dann gegen die Schwachen verlieren. Ja gut, okay, sagen wir es mal so. So ist es ja jetzt nicht wirklich bei dir. Nein, so ist es nicht wirklich bei dir. Bei dir ist es aber so, dass du gegen die Starken richtig krass spielst. Und richtig krass kämpfst und gegen die Schwachen, da hast du irgendwie Probleme. Du gewinnst zwar dann trotzdem, aber du hast dann jedes Mal, machst es dann spannend. Also irgendeinen Kampf musst du immer spannend machen und der ist meistens gegen die Schwächeren. Als hättest du Mitleid mit denen, was weiß ich. Also Mitleid, jetzt. Mitleid! Viel Mitleid! Was hast so, jetzt lass mich mal überlegen, dass ich hier nach Möglichkeit jetzt keinen Schaden bekommen kann. Die Box da. Okay. Ja, das ist aber, durch das Boxen verliert man dann eben seinen 100er Bonus. Aber da ich ja die Tina jetzt zum Heilen genommen habe. Ja. Jetzt haben wir die nächsten 100. Meine nächsten 100 auch wieder. Rocken wir das Ding mal hier durch. Und dann sollten wir zumindest mal unsere Position erneut halbiert haben. Zeig kurz den Bänder bei mir. Der steht dahinter. Da hinten steht er, jawohl. Und da ist Zombie schon dabei, Nacho 5 und Herr Bausen als Stan. Ryusaki. Ja, ich bin noch nicht, ich stehe noch nicht da. Als ob ich gegen Peter kämpfe. Hat einer einen Peter? Ja. Echt? Naja. So, und was machen wir denn jetzt? Jetzt ist die Frage. Das ist die ganz große Frage. Die Frage. Oh Mann. Was kann ich. Ach, da kann ich doch den Bandit Bob spielen. Genau, damit spiele ich den Bandit Bob und der dürfte gleich den ersten Gegner. Was für einen Bandit Bob hast du denn? Mit der Furzschule für Hochbegabte. Der. So, und nein, er hat eine Karte von mir down geholt. Ehrlich? Ja, der eine hat ja Bobby. Boah, schreiben die ganze Zeit. Nervig. Soll mal aufschreiben. Ja. Nein, ich krieg die ganze Zeit da Nachrichten rein. Aber meinst du jetzt von YouTube oder was? Nein. Ja, natürlich von YouTube, ganz klar. Ich krieg immer die Meldungen von YouTube oben hier rein. Ja, ich auch, aber die interessieren mich ja auch mehr als normale Nachrichten.
So, also. Alter, das ist ein hartnäckiger Gegner, wie ich gerade merke. 1058, okay. Wie? Das ist immer noch dieser Neo Gigas, ist aber der einzige. Müssen aber eigentlich jetzt zwei Stück bei denen schon aktiv sein. Ja, bei dem. Bei den Gegnern, ja. Bei uns jetzt hier. Ja. Ich bin gerade aktiv. Ja. Schauen wir mal. Schon wieder eine Party da. Aber ist echt krass, ne? Also, ja gut, aber du kennst das ja auch. Also wenn das vielleicht davor, die waren ja schon echt stark gewesen, wenn das vielleicht davor eventuell ein Anwärter auf den ersten Platz sogar war, ja, dann 317, warte mal. Wissensproduktion 317. Ja, wir haben sie schon halbiert jetzt. Fast halbiert. Wir waren vor auf Position 580. Was? Wieso das Ah denn? ja, weil wir den einen Kampf verloren haben. Ein Kampf rüber. Naja, wenn auf Position 1 579 Gilden sind, die ungeschlagen sind, dann bist du mit einem verlorenen Kampf automatisch auf Position 580. So, und wenn du dann aber wiederum gewinnst, dann fällt aus der ersten Gruppe die Hälfte weg und dann bist du ungefähr bei der halben Platzierung. Also, da sind wir jetzt bei 300, was waren das jetzt, 319? 318? 318, 8. 318. So, und wenn wir das jetzt hier gewinnen, dann sind wir 317 sogar. 317. Wenn wir Oder? das jetzt hier gewinnen, dann sind wir irgendwo bei Guck 160. mal, Na? ich habe jetzt wieder ein paar Sachen geholt. Ich bin da Guck guter mal bei Dinge, dass wir das gewinnen. Klasse. Guck mal bei Klasse 7. Auf Klasse 4 komme ich da noch locker. Oder Klasse 3. Wie viel sind denn noch? Stehen da noch ganz viele an, oder? Rumble. So, da haben wir die 100 wieder erreicht. Und weiter geht's. Die wollen auch ein paar Punkte machen. Ja, wenn wir, aber dazu müssen wir wirklich jetzt wieder zusehen, dass wir. Hey, ich kann mir das Klasse 3 kaufen. Nein, Was? das kann ja nicht sein. Das geht bald. Geil, bald kann ich mir gönnen, Ja, also. Moment mal, das hängt doch von der Gilde ab. Ich erkläre es dir gleich nochmal. Moment. Ja, erklär's mir mal, während du da die Amy da spielst. Nein, das kann ich so nicht machen. Aber ich habe ein Video dazu gemacht, wo ich es erklärt habe, wie das Ganze läuft. Natürlich gucke ich mir die Videos von dir an. Ey, willst du mir etwa jetzt sagen, dass du meine Videos nicht anguckst? Du guckst meine Videos nicht an. Jetzt bin ich aber schwer Guckst du meine zutiefst. an? Ich habe schon deine Videos mit angeguckt, ja. Was für eins? Was für eins? Ich habe schon von dir Videos mit, aber es sind ja nicht so viele. Ich habe mal, ja, hallo, ich habe, nein, mein neuer Laptop ist eh. Weißt, was los ist, ne? Ja, hat jetzt einen neuen Laptop bekommen. Also jetzt ein etwas größerer Taschenrechner umgebaut. Ja, und was war gleich am zweiten Tag? Ein dicker, fetter Bluescreen beim Zocken. Off Death. Das war ein Off Death. Das war ein Und System Fail Error. naja, war jetzt nicht ganz so berauschend. Aber gut, was soll's. Also jetzt haben wir hier. Oh, noch den Peter mit dem Street Fighter Peter da vorne hin. Ja, das ist ja hier wirklich. Welchen Charakter spielst du eigentlich? Bender? Wenn du fertig mit deinen Kämpfen bist, hast du welches Level hat denn der? Hast du sonst noch irgendeinen anderen Charakter mit Level 5? Was kannst du? Luise. Was können die? Was haben die für Effekte? Und Luise hat Zappen, Boxhandschuh
Und Boxhandschuh ist gut, ja. Glocke? Und Glocke? Ja, diese, das mal anfeuern, ne? Mhm. Ja. Und das war's? Mhm. Okay. Weil dann würde ich dir empfehlen, nach, also wenn du fertig bist mit deinem Kampf, bin ich schon. Dann switch deinen Charakter auf einen mit Boxen. Bobby. Der relativ natürlich verhältnismäßig gleich viele Leben hat, ja. Oder mit Revanche oder sowas. Warum? Ja, dass die genau, damit die ein bisschen. Ja, damit die weniger Punkte holen können. Ich werde dann jetzt zum Beispiel auch, nachdem ich hier mit den Kämpfen durch bin, werde ich auch wieder den, den S&M-Peter, weiß ich jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall den Rollerskate-Peter mit reinnehmen. Ja. Naja, den kriegst du, den Rollerskate Peter kriegst du nicht mit einem Schlag down. Ja. So, das heißt also, damit kannst du den Gegner richtig ärgern, wenn er dich angreift. Und möglichst viel Schaden bei dem zu verursachen, machen wir das einfach. Wenn ich angreife und weiß, der Gegner ist nicht so übermächtig, dann spiele ich hier. Es ist natürlich jetzt echt gut mit dem Gewehr, das reicht. Da haben wir dann die 17. Wenn ich angreife, nehme ich die Tina, um möglichst wieder zu heilen. Und danach switche ich um. Die betrunkene Peggy ist auch nice. Wie, du hast die in Legendary? Okay. Ach so, mit dem Pawtucket Patriot Ale meinst du? Okay. So, das gibt einen weiteren 100er. Also bis jetzt, sage ich mal, nur 100er geholt. Zwei Kämpfe hab ich noch. Oh! Ich könnte es natürlich auch anders darum machen. Also machen es erstmal so rum. Genau, dann boxe ich die nämlich auf jeden Fall down. Dann push ich. Und dann kommt die Flügelmutter noch rein. Huhuhu. Ja, ja, die Flügelmutter ist geil. Flügelmutter ist geil. Ist echt eine der stärksten Karten. Flügelmutter Amy, Flügelmutter Lila gibt's auch. Ist dir das klar? Ja, ich hab die bis jetzt. Ach, du hast sie selbst. Ich hab doch Lila. Ja, hast du auch die Flügelmutter Lila? Ich hab Lady Wrestling und Lila und Flügelmutter Lila. Okay. Mhm. So, ja, dann machen wir nochmal hier. Jetzt, das wird jetzt auch. Ja, machen wir das erstmal wieder so rum. Dann haben wir hier 13 und das ist jetzt der nächste Kampf, der ziemlich eindeutig. Nix Gescheites. Das ist die Studentin Amy. Ja, die ist gut. Was ist. Nö. Ja, das bedeutet aber, dass jemand angegriffen hat bereits dann. Und das möchte ich nicht. 10. Machen wir es hier. Der Denkeraffe. Der Denkeraffe. Und das war's.
So, das ist mal diesmal auch mal bei mir hier endgültig mal ein Perfect Match. Ich bin irgendwo angekommen. Nein, es hat nur so einen Schlag getan. Alles noch in Ordnung? Ja. Okay. Sonst würde ich jetzt hier nicht mehr sitzen. So. So, also, damit haben wir jetzt hier für sofort und gleich 1000 Punkte geholt. Jawohl, mein erster glatter Tausender. Der allererste Tausender. Wie cool. Da oben steht er, der Mark Oliver 500. Da steht er. 984, Herr Bausen, 998, Zombie. Ey, was machst du da? Mach das bitte aus. Zombie, Nacho 5. Mach doch mal bei dir den Ton bitte aus. So, Neo Gigas und Just der Erste, Marciano, Neo Gigas, das ist das Gleiche. So, bis jetzt haben die gerade mal zwei Leute zum Kämpfen gehabt. Gut, schauen wir einfach mal, wie das Ganze läuft. Da oben ist auch noch einer, das ist Markus. Das war's jetzt erstmal von dieser Folge. Das ja gut, das Ergebnis werde ich dann später wieder mit hinzuholen. Also bis dann, macht's gut und tschüss.